Jetzt in diesem Moment werden auch Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht. Wir haben in Deutschland ungefähr doppelt so viele Fälle im Sport wie in der katholischen Kirche. Ganz gute Metapher, wenn der Täter so eine Strategie hat, ist ein Spinnennetz. Wenn man quasi einmal festklebt, dann hat die Spinne eigentlich freie Verfügung und kann einen dann aussaugen. Ich wollte immer nur Fußballer werden. Immer. Und mit der 14, Paul Stewart. Alle Erwachsenen stehen drumherum, sehen das, keiner macht was dagegen. Das ist normal. Eine Turnerin, als 14-Jährige von ihrem Trainer sexuell missbraucht. Damals schweigt sie, schreibt und zeichnet aber in ihr Tagebuch. Jahre später erzählt die junge Frau uns ihre Geschichte. Ich soll mit ihm in die Umkleidekabine kommen. Sehen ja alle echt gleich aus. Dann sind da irgendwo so Haken, da sind so Bänke. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Es war letztendlich so, dass er irgendwie mich auf dem Schoß hatte und das auf jeden Fall erregend fand. Der Täter trat als Freund der Trainingsgruppe auf, war beliebt auch bei den Eltern, machte sich unentbehrlich im Verein. Eine Machtposition, die die Turnerinnen zu spüren bekamen. So gab es Strafen schon für Kleinigkeiten. 30 Liegestütze etwa fürs zu spät kommen. Zuckerbrot und Peitsche. Wenn man es halt geschafft hat, eben sich gut zu benehmen, dann war das natürlich auch total toll, wenn er einen dann gelobt hat. So. Und so hat er irgendwie diese auch so eine Art Abhängigkeit hergestellt. Weil man dann natürlich immer mehr ihm gefallen will, damit man natürlich auch nicht wieder so eine große Fallhöhe halt hat. Nach unten, wo er einen dann ignoriert. Der Trainer wickelte nicht nur die Mädchen mehr und mehr ein. Als Leiter der Turnabteilung war er Mitglied des Vorstandes und hatte das Vertrauen der Vereinsführung. Auch das des damaligen Vorsitzenden Holger Lippner. Schon ein beklemmendes Gefühl, weil das hier die Haupttrainingsstätte unserer Abteilung war, wo viele Kinder und viele von unseren Mitgliedern trainiert haben. Und da kommen einem natürlich die Erinnerungen hoch. Und wenn man dann an die Ereignisse denkt, die vorgefallen sind, komme ich natürlich glatt eine Gänsehaut. Und es ist natürlich traurig zu hören, was da vielen Kindern und Jugendlichen passiert ist. Und wir vom Verein etwas tatenlos, nicht tatenlos, aber unwissend zugesehen haben. Dann der große Knall. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Sofort suspendiert der Verein den Trainer, holt sich Unterstützung. Auch beim Kinder- und Jugendschutzdienst Weimar. Den Therapeutinnen dort bot sich schnell ein umfassendes Bild. Er hatte eine sehr ausgefeilte Strategie, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen funktioniert hat und die er eingesetzt hat. Er hat in einer hochsexualisierten Sprache gesprochen, auch während des Trainings. Er hat anzügliche Witze gemacht, er hat sexualisierte Bemerkungen gemacht und alle Mädchen, die da sozusagen nicht mitgemacht haben, die wurden als kompliziert dargestellt. Eine sehr entscheidende Situation für mich war die Schwimmbadsituation. Das war so die erste sexuelle Handlung. Man ist ja immer so mit dem Kopf über Wasser und er hat mich so an die Wand gedrückt und dann auch Bewegungen gemacht. Und da standen überall natürlich oben irgendwelche Leute rum, die natürlich nichts gesehen haben. Und dann Leute im Wasser, die nichts gesehen haben. Und mir war das in dem Moment einfach total peinlich. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, dass ich da gar nichts dagegen tun konnte. Im Sport kommt es gerade bei Hilfestellungen zu körperlicher Nähe. Die nutzt der Trainer aus. Und er macht weiter Druck mit eindeutigen Textnachrichten übers Handy. Und es waren immer Vorstöße von seiner Seite. Immer mehr zu probieren, immer mehr zu schreiben, halt über irgendwelche Sachen wie Oralverkehr zu schreiben, sozusagen das so zu erklären. Und dann irgendwann folgt die Tat. Und man fühlt sich so immer weiter so rein spiralisiert, würde ich sagen.
Dass sie nicht allein zum Opfer ihres Trainers geworden ist, hatte die Turnerin geahnt. Aber 3,5 Jahre später wurde es Gewissheit. Da lebte sie längst woanders. Eines Tages saß ich einfach nichtsahnend am Telefon und habe eben erfahren, dass er mit einer Turnerin schläft. Und dann war das für mich so, es geht noch weiter. Und es hat mich eben dazu gebracht, nachzudenken, wie war das denn damals? Und ich habe plötzlich eben diese Brille, die er mir quasi damals aufgesetzt hat, mit seinen Augen die ganze Welt zu sehen und halt das zu glauben, was er glaubt, habe ich nicht mehr aufgehabt durch diesen ganzen räumlichen Abstand, weil ich älter geworden bin. Dann habe ich den Entschluss gefasst, okay, jetzt muss ich was machen. Jetzt muss ich stark sein und jetzt muss ich das verhindern irgendwie und muss dazwischen gehen und aktiv werden. Und dementsprechend bin ich zur Polizei gegangen und dann habe ich meine Aussage gemacht. Unzählige Seiten vollgequatscht sozusagen und es war auch eine Art Befreiungsschlag auf jeden Fall. Mit ihrer Anzeige brachte sie den Stein ins Rollen. Es ist ein schwerer Weg und meine Hochachtung für all die geschädigten Jungen und Mädchen, die das schaffen, aus dieser Spirale herauszukommen, sich anzuvertrauen und den mutigen Weg zu gehen, zu sagen, das ist ein toller Trainer, der hat ein tolles Ansehen im Verein, ich weiß, aber er hat mit mir dieses und jenes getan. Köln. Die Sportsoziologin Bettina Ruhloffs auf dem Weg zu einer besonderen Ehrung. Sie bekommt den Ethikpreis der DJK, dem katholischen Sportverband, wie vor ihr schon Dirk Nowitzki oder Thomas Hitzelsberger. Der Ethikpreis für Bettina Ruhloffs, auch eine Anerkennung für ihre langjährige Arbeit zum Thema sexueller Missbrauch im deutschen Sport. Das Thema war so stark tabuisiert, dass uns im wahrsten Sinne des Wortes in vielen Vereinen und Verbänden die Türen vor der Nase zugeschlagen wurden. An der Deutschen Sporthochschule leitete Bettina Ruhloffs die Studie Safe Sport. Vor knapp 3 Jahren lieferte dieses Forschungsprojekt zum ersten Mal Daten, etwa über den Umgang mit dem Thema innerhalb der Sportstrukturen. 50% der Sportvereine haben in der Studie angegeben, dass sie das Thema für relevant halten. Das kann man auf der einen Seite positiv sehen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass die andere Hälfte der Sportvereine dieses Thema bisher noch gar nicht wahrnehmen und auch nicht für relevant halten. Für die Studie hat das Team um Bettina Ruhloffs mit Psychologen der Uniklinik Ulm zusammengearbeitet. Die haben 1.800 Athletinnen und Athleten aus dem Leistungssport befragt, nach ihren Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen. Im Leistungssport waren wir schon entsetzt zu merken, dass das über ein Drittel ist, die sexuelle, übergriffige Dinge erlebt haben. Und wenn man es sehr eng nimmt, haben 3% tatsächliche Übergriffe mit Penetration, schwerste Taten erlebt, aber es kommt natürlich ein großes Feld dazu von ungewollten Berührungen. Doch das Ausmaß scheint noch größer. Eine bisher unveröffentlichte Studie aus Ulm vergleicht die Zahlen der Betroffenen in unterschiedlichen Institutionen. Mehr Kinder gehen in Sportvereine und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass wir im Bereich des Sports ungefähr doppelt so viel Betroffene haben wie im Bereich der Kirchen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist das nicht so, weil man sehr, sehr viel sich über die Missbrauchsfälle in den Kirchen unterhalten hat. Und deshalb, denke ich, haben wir hier auch noch eine Bewusstseinsentwicklung nötig in diesem Bereich. In hochgerechneten Zahlen hieße das, rund 200.000 Betroffene im Sport und jeweils 114.000 in der katholischen und der evangelischen Kirche. Bei diesen Zahlen, warum ist sexueller Missbrauch im Sport kein öffentliches Thema in Deutschland? Wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die Entwicklung dieses Themas in Großbritannien, aber auch in den USA, dann sehen wir einfach, dass die sich schon länger damit beschäftigen. Und ich denke oder halte es für plausibel, dass eine Gesellschaft erst dann bereit ist, so einen Skandal
bekannt zu machen und auch dann sich damit zu befassen, wenn das Thema über einen gewissen Zeitraum in die Strukturen der Gesellschaft gesickert ist. England. Hier wurde der bislang größte Missbrauchsskandal im Sport bekannt. 300 mutmaßliche Täter und etwa 850 betroffene ehemalige Fußballer. Die berichteten, dass sie als Kinder in ihrem Sport sexuell missbraucht worden sind. Der prominenteste, Paul Stewart, einst Nationalspieler und FA-Cup-Sieger. Rechts, völlig frei, Paul Stewart. Der Winkel ist spitz und er trifft trotzdem. Im Trikot von Liverpool, Man City und Tottenham spielte er auch gegen einen unbezwingbaren Gegner. Die Folgen des Missbrauchs durch seinen Trainer. Es begann mit 11, beschreibt er. Als kleiner Junge fühlte ich mich isoliert, verängstigt und kontrolliert. Ich sagte nichts. Ich dachte, die Leute hielten mich für eine Art Problemfußballer, der es nicht nach oben schaffen würde. Als Fußballer erzählst du deinen Kollegen einfach nicht, dass du missbraucht wurdest. Das war sehr schwierig und hat wahrscheinlich den Rest meines Lebens bestimmt. Sein Trainer war auch Scout des FC Blackpool und versprach dem 11-jährigen Paul eine Karriere als Fußballprofi. Dazu gab es Geschenke für den in einfachen Verhältnissen in Manchester aufwachsenden Paul und seine Geschwister. Auch die Eltern mochten den Mann, der sich so intensiv engagierte. Damit Paul seinen Traum vom Fußballprofi verwirklichen konnte, nahm der Trainer ihn mit zu Extra-Trainingseinheiten. An diesen Ort. Hier geschahen die Übergriffe, schildert er. Er brachte mich an abgelegene Orte in der Nähe unseres Hauses und missbrauchte mich im Auto. Es hing von seiner Stimmung ab. Wenn er mich schlagen wollte, schlug er mich und sagte, ich sei respektlos oder undankbar. Ich hatte einfach immer Angst, was passieren würde. Missbraucht wurde ich immer, häufig aber eben auch erst geschlagen, weil er Kontrolle über mich haben wollte. Mit Gewalt brachte der Täter den jungen Paul Stewart zum Schweigen. Und mit der 14 Paul Stewart von den Tottenham Hotspur. Und mit der Drohung, seine Eltern und Geschwister zu töten, wenn der 11-Jährige sprechen würde. Der verdrängte und arrangierte sich. Auch später, als er Profi und Nationalspieler war. Wenn du im Fußball ganz oben bist, willst du nicht, dass deine Mannschaftskollegen wissen, was dir passiert ist, weil es dir peinlich ist. Ich werde immer gefragt, warum hast du nichts gesagt? Das wird niemand verstehen, der das nicht selbst erleben musste. Und mit der Zeit gewöhnt man sich ans Schweigen und verschließt das, was passiert ist im Inneren. Ormskirk bei Liverpool. In England ist sexueller Missbrauch im Sport seit 20 Jahren Thema. Auch durch Mike Hartle. Der Soziologe von der Edgell-Universität ist einer der renommiertesten Wissenschaftler zum Thema sexueller Missbrauch von Jungen im Sport. Männlich zu sein, heißt für viele stark zu sein, dominant zu sein. Ängste und Probleme zu verschweigen. Und gerade der Sport ist ein gesellschaftlicher Bereich, der diese Art von Denken fördert. Deshalb ist es für Jungen und Männer sehr schwierig, über Missbrauch zu sprechen. Vor allem eben in Umgebungen, die wie der Sport durch Ideen einer starken, dominanten Männlichkeit geprägt werden. Also durch traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit.
of masculinity. Es trifft auch die vermeintlich starken, harten Männer im Fußball. Das wollte Paul Stewart zeigen. Auch deshalb ist der 54-Jährige mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Nach mehr als 40 Jahren des Schweigens. Er will deutlich machen, der sexuelle Missbrauch eines Kindes und das Schweigen für den großen Traum haben Folgen für das ganze Leben. Ich nahm Drogen und trank bis zum Exzess. Ich hatte immer Probleme und das Gefühl, eine dunkle Wolke würde über mir hängen, die nie verschwinden wird. Ich habe oft daran gedacht, mir das Leben zu nehmen. Jetzt bin ich dankbar, dass ich es nicht getan habe. Aber ich habe wirklich jeden Tag überlegt, mich einfach umzubringen. Dennoch hat er den Sport und den Fußball nicht verlassen. Fußball hat mich zum Opfer gemacht, aber auch mein Leben gerettet. Denn wenn ich auf den Fußballplatz ging, schon als kleiner Junge, konnte mir niemand etwas antun. Keiner konnte mich anfassen. Der Fußballplatz war mein sicherer Hafen. Ich wusste, solange ich dort war, konnte mir niemand etwas anhaben. Der Mann, dem Paul Stewart den Missbrauch vorwirft, ist tot, stand nie vor Gericht. Seit 2,5 Jahren läuft die Untersuchung des Skandals. Ergebnisse: Fehlanzeige. Zurück zur Turnerin. Vor 10 Monaten in Erfurt. Prozess gegen ihren ehemaligen Trainer. Der legt ein umfassendes Geständnis ab, entschuldigt sich bei den Opfern. Das Landgericht verurteilt ihn 3 Jahre und 8 Monate Haft für 82 Fälle sexuellen Missbrauchs an insgesamt 15 minderjährigen Turnerinnen. Nach ihrer Anzeige hatten sich weitere Betroffene gemeldet. Der Trainer ging in Revision. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist einfach frustrierend, weil der ganze Prozess noch nicht vorbei ist jetzt und es noch länger dauert und es wieder so ein bisschen Warterei gibt und Unsicherheit und zeigt einfach, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Und das ist für jemanden, der den Mut sehr auf sich genommen hat, das so loszutreten, ist es einfach sehr frustrierend. Jetzt sind die Akten unterwegs zum Bundesgerichtshof. Wie lange die Entscheidung dauert, kann niemand sagen. Unmöglich, mit dem Fall abzuschließen. Auch für den Verein. Das strahlt natürlich auch auf den Verein aus, auf die ganze Arbeit. Es ist immer ein Tagesthema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und wir hoffen natürlich, dass irgendwann, ja, ich sag mal, die Revision etwas schneller entscheidet und wir das für den Verein auch abschließen können und entsprechend dann auch die zukünftigen Maßnahmen treffen können, die wir mittreffen müssen. In der Zwischenzeit ist der Trainer auf freiem Fuß. Der Haftbefehl ist ausgesetzt mit Auflagen. Ein Kontaktverbot zu den Mitgliedern der ehemaligen Turnabteilung des Sportvereins, in dem er tätig war. Darüber hinaus ist ihm untersagt worden, mit weiblichen Kindern und Jugendlichen Tätigkeiten auszuführen. Und zwar jegliche Tätigkeiten. Verstößt er gegen diese Auflagen, müsste er wieder ins Gefängnis. Die Turnerin hat viele Situationen in ihrem Tagebuch festgehalten, wie die regelmäßigen Übernachtungen in der Turnhalle. Der Trainer gab gegenüber den Verantwortlichen und Eltern vor, auch eine weibliche Betreuerin sei dabei. Tatsächlich war er mit den minderjährigen Mädchen allein. Bei solchen Geschichten wurde schon viel gekuschelt und sowas. Also da war es dann auch eine Ehre, irgendwie neben ihm liegen zu dürfen. Und es gipfelte letztendlich darin, dass ich mein erstes Mal mit ihm hatte. Als ich fast 15 war, also sage ich mal 1,5 Jahre später, nachdem mein erster Kontakt körperlich sozusagen unter Wasser sozusagen mit ihm war.
Das gab Mütter, die sich an den Verein gewandt haben und gesagt haben, das gefällt mir nicht, das ist so eine hochsexualisierte Atmosphäre, die da herrscht, wir wollen das nicht. Die Verantwortlichen haben dann ihn mit diesem Vorwurf konfrontiert, ob da was dran sei. Und er hat das natürlich locker abgewiesen, hat gesagt, nein, das ist nix, da ist nichts dran. Davon haben sich die Verantwortlichen im Verein beruhigen lassen und sind dem nicht weiter nachgegangen. Die Verantwortlichen im Verein wähnten sich sicher. Der Trainer hatte ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt und auch ein Seminar besucht zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt. Die Turnerinnen schwiegen. Bei mir ist weniger angekommen. Ich sage jetzt, meine Abteilung ist also wenig bis zu uns im Vorstand durchgekommen. Und häufig wird es ja dann doch erstmal als Lappalie abgetan, ohne dass man merkt, dass es quasi vielleicht ein Hilferuf von dem Kind ist. Hier waren die Ehrenamtler im Sport überfordert. In vielen Vereinen fehlen klare Strukturen, genug Personal und auch finanzielle Mittel für mehr Kinderschutz. Sportvereine brauchen tatsächlich fachliche Unterstützung, wenn sie Schutz und Hilfe für betroffene Kinder optimal in ihrem Verein aufstellen wollen. Und das ist aus dem Verein heraus sehr schwer in der Eigeninitiative richtig zu machen. Und da wäre es dann schon wichtig, dass auch staatliche Unterstützung dort mit ins Spiel kommt. Da setze ich auf eine neue Prioritätensetzung pro Kinderschutz, sowohl im Sport als auch in der Politik. Deutschland ist im Reitsport sehr erfolgreich. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung, FN, und ihre Athleten sammeln internationale Medaillen und damit Fördergelder für den Verband. Mehr als 200.000 Mädchen sind in deutschen Reitvereinen aktiv. Die Liebe zum Pferd zieht sie an. Das kann zum Risiko werden, denn Täter im Reitsport benutzen das Tier, um die jungen Reiterinnen gefügig zu machen. Das ist der FN bewusst. Deshalb hat sie als einer der ersten deutschen Spitzensportverbände umfangreiche Präventionsmaßnahmen installiert. Ganz klar ist, dass wir jede Form von sexualisierter Gewalt auf das Schärfste verurteilen. Und wir können wirklich aus vollem Herzen sagen und mit voller Überzeugung, dass wir sexuellen Übergriffen den Kampf angesagt haben. Zu dem Zeitpunkt kannte der Generalsekretär diesen Fall seit Jahren. September 2014. Ein deutsches Amtsgericht verurteilt einen Reiter zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Der Mann hatte gestanden, eine minderjährige Reitschülerin sexuell missbraucht zu haben. Der Verurteilte ritt und reitet weiter für Deutschland bei Nationenpreisen. Fragen zu Sanktionen wollte der Verband nur schriftlich beantworten. Die Rechtsordnung hat zu dieser Zeit keinen Rahmen für eine entsprechende Sanktionierung wie Wettkampfsperre oder Entzug der Jahresturnierlizenz geboten. Ich denke, das ist eigentlich unangemessen, jemanden für die Nation reiten zu lassen, der solche Straftaten begangen hat. Das ist doch kein Repräsentant für die FN. Mögliche ethisch-moralische Überlegungen des Verbandes hatten keine Konsequenzen. Vor knapp 3 Jahren stand ein weiterer Karrieresprung für den Reiter an. Vorher habe es eine Prüfung gegeben, auch durch den DOSB, den Deutschen Olympischen Sportbund, schreibt die FN. Und es habe keine rechtlichen Hindernisse gegeben. Ich habe recherchiert, ob es Kontakte, Schriftverkehr oder Ähnliches gab und kann dazu nur sagen, dass uns dahingehend nichts vorliegt. Gerade aufgrund der dahingehenden Auswirkungen, die ein solcher Fall haben kann, wäre es aus meiner Sicht angezeigt, so etwas schriftlich zu verfassen, um auch hinterher eine gemeinsame Lösung zu finden, die auch haltbar ist. Ist das der ernsthafte Umgang des Reitverbandes mit einem Missbrauchsfall? Die FN betont, wie wichtig der Aspekt Resozialisierung von Straftätern sei, räumt ein, heute würde sie in diesem Fall anders entscheiden. Hat der Verband jemals Kontakt mit dem Opfer aufgenommen? Keine Antwort von der FN, aber vom Vater der Betroffenen. Auf uns ist niemand zugekommen. Ich habe mich sofort gefragt, auf welcher Seite der Verband steht. Auf der Seite des Opfers oder auf der Seite des Täters. Weil sie ihre Tochter schützen möchten, gehen die Eltern nicht vor die Kamera.
Auch in diesem Fall sind der Täter und das Opfer weiter im Reitsport aktiv und begegnen sich auf Turnieren. Das Opfer muss hier nicht dem Täter weichen, sondern es muss anders herumlaufen. Man muss den Blick auch auf beide haben, nicht nur auf den Täter. Also auch auf das Opfer gucken. Gucken, was für Einschränkungen hat sie in sportlicher Hinsicht, weil sie missbraucht worden ist. Der Vater der Betroffenen schildert, seine Tochter habe die psychisch zerstörerischen Erlebnisse auch nach Jahren noch nicht verarbeitet und fordert, der Verband müsse sich zu 100% auf die Seite der Opfer stellen. Hier wurde weggeduckt und sportliche Solidarität verweigert. Eine inhaltliche und empathische Auseinandersetzung mit den Folgen, mit denen das Opfer zukünftig zu leben hat, fehlte in jeder Hinsicht. Die Sportkarriere des Verurteilten war dem Verband offenbar wichtiger als die Fürsorgepflicht für die betroffene minderjährige Reiterin. Fahrt nach Berlin. Hier verteilt das Bundesinnenministerium die Fördergelder für den deutschen Spitzensport. In Zukunft soll es nur noch Geld geben, wenn die Verbände ein Präventionskonzept vorlegen. Also Ansprechpartner für das Thema benennen, erweiterte Führungszeugnisse ihrer Mitarbeiter einholen und diese zum Thema schulen. Das i-Tüpfelchen muss sein, dass wir bis zum Mai 2021 in den Satzungen die Bekämpfung und die Prävention der sexualisierten Gewalt einen Leitbildcharakter haben muss. Das heißt, keiner kann nachher dann sagen, wir haben uns mit dem Thema nie befassen können. Das muss auf allen Ebenen im organisierten deutschen Sport stattfinden. Ansonsten können wir eine Förderung hier nicht aufrechterhalten. Bisherige Aufforderungen, Kinderschutzmaßnahmen zu installieren, haben nicht viel geholfen. Deshalb versucht das BMI jetzt über das Geld Druck auszuüben. Motto: Kein Kinderschutz, kein Geld vom Staat. Klingt zunächst gut. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, wie das denn kontrolliert wird. Weil mir geht es ja darum, dass vor Ort, in der Sporthalle oder auf dem Sportgelände, dass da die jungen Sportlerinnen und Sportler optimal vor sexueller Gewalt geschützt sind. Und ich hoffe auch, dass da das BMI ein großes Interesse hat, hier den Schutz tatsächlich umfassend sicherzustellen. Hier im Hause selbst, hier im Bereich der Sportabteilung, haben wir natürlich erste Vorüberlegungen, wie ein Sanktionsmechanismus aussehen müsste, von dem wir aber hoffen, dass wir ihn vielleicht gar nie werden einsetzen müssen. Ich glaube schon, sagen zu können, dass wir jetzt schon merken, dass die Verbände diese Aufgabe ernster nehmen als in den letzten Jahren. Glauben und hoffen, ein großer Vertrauensvorschuss. Ob die Verbände tatsächlich handeln, überprüft offenbar niemand. Der Staatssekretär konnte jedenfalls nicht sagen, wie. Ich denke, man muss nun abwarten, ob sozusagen eine Frage der Ehre und des Glaubens und des Vertrauens bleibt, dass dies auch in den Verbänden dann umgesetzt wird. Oder ob das BMI vielleicht zum Beispiel stichprobenartig auch Kontrollen durchführt, um zu testen, ob die Standards, die vom BMI gesetzt werden, auch tatsächlich in den Verbänden eingehalten werden. Ich glaube, dass wir da einen partnerschaftlichen Weg finden werden, um genau das am Ende des Tages umzusetzen. Letztlich muss man ja beachten, dass erst seit diesem Jahr die Eigenerklärung zur Voraussetzung gemacht wurde und sich alle Fragen bis dahin noch nicht so am Ende des Tages klären konnten, wie vielleicht gewünscht. Frankfurt am Main. Auf dem Weg zum Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt. Der Profifußball bekommt keine Fördergelder vom Staat. Der kann deshalb auch keine Kinderschutzauflagen vorschreiben. Alles hängt von der Eigeninitiative ab, wie bei der Eintracht. Die U10 macht sich bereit fürs Training. Wer hier spielen darf, hat Talent und einen Traum. Natürlich will jeder der Jungs Fußballprofi werden. Außenrum. Trainer wie Sebastian Schlosser tragen Verantwortung. Für die fußballerische Ausbildung und das angemessene Verhalten gegenüber den Kindern.
im Fußball ist es gang und gäbe, dass man sich da auch mal anfasst, dass man jemanden an der Schulter packt beim 1 gegen 1, ihn dann richtig hinstellt. Oder auch wenn ein Kind weint, sich verletzt hat im Zweikampf, dass man da hingeht, tröstende Worte spendet und mal die Hand auf die Schulter legt. Wir achten aber darauf, ob sich das Kind irgendwie unwohl fühlt. Also wenn es so seine Schultern hochzieht und man merkt, dass es mit der Berührung nicht einverstanden ist, dann werde ich da als Trainer natürlich auch sensibilisiert für sein und dann in Zukunft das dann unterlassen bei dem Kind. Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt müssen ein Nachwuchsleistungszentrum haben, um von der deutschen Fußballliga DFL eine Lizenz zu bekommen. In den DFL-Richtlinien für das Zentrum ist vieles geregelt. Die Unterbringung im Internat, die Schulausbildung oder die Anzahl der Spieler in den jeweiligen Teams. Auch Anti-Doping-Programme oder Anti-Rassismus-Training sind festgeschrieben. Vorgaben zum Thema Kinderschutz sollen 2020 kommen. Sehr spät. Verwunderlich? Natürlich ist es verwunderlich. Andererseits hat man eben in diesem pädagogischen Bereich schon erstmal geguckt, was braucht es, um neben dem Fußball bestmöglich ausgebildet zu sein. Und da gerät man natürlich vielleicht doch hin und wieder in die Gefahr, das Kindeswohl als Prio 1, als Selbstverständlichkeit wiederum dann auch abzutun und zu sagen, ja, das ist ja ohnehin klar, dass man aber auch dort genau hinzusehen hat, Strukturen schaffen muss und Abläufe kommunizieren und definieren muss. Das wurde vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt in letzter Zeit. Eintracht Frankfurt will mehr Sicherheit schaffen durch Trainerfortbildungen zum Kinderschutz, erweiterte Führungszeugnisse und klare Regeln. Du warst durch. Sehr gut, Juju, mach ihn rein. Ist gut? Zwei Felder. Die gelben machen alle in den Situationen. Ja, keine Privatgeschenke an die Kids verteilen, keine Privatgeschenke annehmen. Keine Geheimnisse mit Minderjährigen, keine Drucksituationen aussetzen. Dann ganz klare Geschichten, nicht zusammen übernachten. Das sind so Grundregeln, die es zu beachten gilt. Anton Schumacher hat das Regelwerk für den praktischen Ablauf im Trainingsalltag erarbeitet. Dabei wird auch ein Dilemma deutlich. Das zwischen Aufsichtspflicht und Schutz der Intimsphäre, etwa in der Umkleide. Wir haben unseren Trainern geraten, klare Regeln aufzustellen, zu sagen, wir als Trainer kommen nur rein, wenn wir vorher geklopft haben. Wir sagen vorher Bescheid, wir fragen, können wir reinkommen. Die Kabinentür nach Möglichkeit angelehnt, nicht komplett zu, weil das ist dann eben der Graubereich zwischen Intimsphäre wahren einerseits, Aufsichtspflicht nachkommen andererseits. Dass der Trainer mit duscht, ist ein absolutes No-Go. Das passiert auch nicht. Die Trainer haben ihre eigenen Kabinen und können dann da entsprechend duschen nach dem Training. Okay. Rot und Weiß machen dann die Bälle. So, auf geht's. Nach anderthalb Stunden Trainingsende für die U10 von Eintracht Frankfurt. Hier hoffen sie, dass sie den Verein durch Regeln zum Thema Kinderschutz ein Stück sicherer gemacht haben. Zurück in England. 850 Betroffene haben sich geäußert. Paul Stewart will die schrecklichen Erfahrungen, die er machen musste, anderen Kindern ersparen. Deshalb hat er vor 2 Jahren die Hilfsorganisation Safe Association gegründet. Gemeinsam mit 3 anderen Betroffenen. Wir wollten uns mit unseren Erfahrungen und dem, was wir erleben mussten, einbringen. Und vor allem Kinder schützen. Daher haben wir SAFE gegründet. Und wir haben Kurse absolviert, um Kinderschutzexperten zu werden. Und jetzt arbeiten wir mit Amateurvereinen zusammen. Klären Sie über Schutzmaßnahmen auf. Wir tun einfach alles, um die Kinder zu schützen. Damit sie den Sport unbeschwert genießen können. Die 4 ehemaligen Fußballer machen Aufklärung vor Ort und verstehen sich auch als Anlaufstelle für weitere Betroffene. This is an important development.
Das ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Ein Großteil meiner Arbeit beschäftigt sich ja mit der Wichtigkeit, Betroffenen zuzuhören und ein Umfeld zu bieten, das ihnen ermöglicht, offen zu sprechen. Es ist wirklich bemerkenswert, dass das jetzt im reichsten Sport der Welt der Fall ist. Dass wir mittlerweile hier diese von Betroffenen geführten Hilfsorganisationen haben. Berlin im April. Die Aufarbeitungskommission zieht Bilanz. 3 Jahre lang hat sie sexuellen Missbrauch untersucht. Zum Beispiel in Kirchen, Familien und anderen Institutionen. 1700 Menschen haben ihre Geschichte erzählt. Seit Anfang Mai ruft die Kommission jetzt gezielt Betroffene aus dem Sport auf, sich zu melden. Aufarbeitung im Sport ist dringend erforderlich. Ich bin sehr froh, dass die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs hier im Jahr 2019 einen Schwerpunkt setzen wird, um dann auf dieser Basis auch noch mal einen Schub zu geben, um die Öffentlichkeit, um die Gesellschaft zu sensibilisieren für das Thema Missbrauch im Sport. Die Kommissionsvorsitzende Sabine Andresen und die Mitglieder der Kommission verstehen sich als unabhängige Stelle außerhalb des Sports. Das könnte den Betroffenen den Zugang erleichtern. Es gibt bereits erste Rückmeldungen aus verschiedenen Sportarten. Was wir lernen aus der Aufarbeitungskommission der bisherigen Arbeit ist, dass diese Erfahrungen, das Wissen, die Geschichten sehr viel dazu beitragen, auch Empfehlungen aussprechen zu können, wie Kinder heute besser geschützt werden. Unter Expertinnen gilt, gerade die Aufarbeitung vergangener Fälle ist die Basis für zukünftige Schutzkonzepte. Darauf hat auch Bettina Ruhloffs bei der Verleihung des Ethikpreises hingewiesen. Es reicht nicht, Führungszeugnisse einzusehen oder einen Ehrenkodex von Trainern und Trainerinnen unterzeichnen zu lassen. Wir müssen noch systematischer hinsehen und aufarbeiten, welche Fälle von sexualisierter Gewalt, aber auch emotionaler und physischer Gewalt, Machtmissbrauch es im Sport gegeben hat und wie diese geschehen konnten. Zur Aufarbeitung gehört, den Berichten von Betroffenen genau hinzuhören und sie bei der Bewältigung der Gewalterfahrungen zu unterstützen. Die Turnerin hat ihre Geschichte in einer Therapie aufgearbeitet. Sie hat ihren Trainer angezeigt, vor Gericht als Zeugin ausgesagt. Genau wie 14 weitere Turnerinnen des HSV Weimar. Im Verein gab es darauf unterschiedlichste Reaktionen. Bei Leuten, wo ich eine Art Schuld auch mittlerweile sehe, halt vom Verein, von der Institution, die eben damals was wussten und nichts gemacht haben. Die haben sich entschuldigt, teilweise unter Tränen. Aber ich konnte nicht so viel damit anfangen, weil Worte bedeuten natürlich ein bisschen was, aber Taten hätten halt sehr viel mehr bedeuten können. Der HSV Weimar hat nach dem Bekanntwerden des Falles und dem Prozess sein Präventionskonzept überarbeitet. Dazu gehören jetzt unter anderem ein Ehrenkodex im Bereich Kinderschutz, feste Verhaltensrichtlinien für den Umgang miteinander und die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Das werden jetzt alles Bestandteile des Übungsleitervertrages, die unterschrieben werden müssen. Und derjenige, der das eben nicht unterschreiben möchte, sag ich mal, mit dem müssen wir uns halten, warum. Und gegebenenfalls würden wir den als auch Übungsleiter nicht nehmen. Und eine weitere wichtige Maßnahme, die wir auch eingeführt haben, ist, dass die Eltern informiert werden müssen von Seiten der Übungsleiter, dass sie wissen, wenn ihre Kinder irgendwo hingehen oder eine mehrtägige Veranstaltung haben, dass sie sich auch erkundigen können, wer dafür verantwortlich ist. Entwürfe für das neue Kinderschutzkonzept liegen laut Holger Lippner vor und seien teilweise in den Abteilungen schon umgesetzt. Der neue Vereinsvorstand will den Kinderschutz weiter forcieren. Der Verein muss auch aufarbeiten, ergründen, was wirklich passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr Betroffene gibt. Und wir versuchen weiterhin, das ist auch so ein Teil des Aufarbeitungsprozesses, dass auch weitere Betroffene die Möglichkeit finden, sich noch zu äußern, sich auch noch mal Hilfe zu holen, auch eine Anlaufstelle zu finden, wo sie weiterhin gehört werden. Wenn einer jetzt nach
fantasiere jetzt mal nach 10, 15, 20 Jahren eben erst so weit ist, darüber sprechen zu können, dass er dann trotzdem noch eine Anlaufstelle hat, eine Möglichkeit hat, mit jemandem darüber zu sprechen. Über einen Zeitraum von 8 Jahren hatte der Trainer junge Turnerinnen sexuell missbraucht. Doch statt eines riesigen öffentlichen Skandals versickerte der Fall in regionalen Medien. Als ich die ersten Zeitungsmeldungen über diesen Missbrauchsfall gelesen habe, war ich sehr erschüttert, auch als ich die große Zahl von Betroffenen gelesen habe. Und ich habe mir immer gesagt, wenn dieser Trainer, wenn das ein Bundestrainer wäre, dann wäre das der Missbrauchsskandal im Sport in Deutschland gewesen. Bei der Mitgliederversammlung des HSV Weimar Ende Mai hat Holger Lippner nicht mehr für den Vereinsvorsitz kandidiert. Nach 15 Jahren an der Spitze sei er amtsmüde, sagt er. Und mit dem Fall des Turntrainers habe sein Rückzug nichts zu tun. Wenn man ein Ehrenamt ergreifen will, dann muss man das auch voll ausführen. Und wenn man halt da versagt, dann hat man da halt versagt. Und dann sollte man das hoffentlich auch nicht mehr machen, weil man dafür nicht befähigt ist. Also Leute, die quasi das als Ausrede benutzen, und das ist meiner Meinung nach eine Ausrede, das macht mich innerlich einfach wütend, weil ich eben Opfer von dieser Einstellung geworden bin. Da muss ich einfach das Wort Opfer benutzen, weil das ist dann auch ein Stück weit deren Schuld. Weil sie ihre Tätigkeit, zu der sie sich verschrieben haben, wo sie einen Ehrenkodex unterschrieben haben, einfach nicht ausgefüllt haben. Versagt haben. Also Versagen würde ich mir nicht anziehen, muss ich ehrlich sagen. Weil dafür ist die Sache zu kompliziert gewesen. Und auch wenn man geguckt hat, vielleicht könnte es man manchmal ein bisschen mit naiv abtun. Ich glaube immer an das Gute in den Menschen und das ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber das ist ja hier nicht ein Einzelfall, sondern es sind ja mehrere gewesen. Weil ich nehme die Eltern da mit ins Boot. Ja, also ich sehe mich als Vereinsvorstand nicht ganz so im Versagen. Weil dann muss ich ja sagen, wenn die Eltern nicht zugehört haben bei den Kindern und das mitbekommen haben, dann ist es schwierig. Und das ist schwer zu erkennen gewesen. Muss man sagen. Und da denke ich, ist ja nicht der Vorstand nicht derjenige, der versagt hat, sondern wir hätten vielleicht etwas sensibler sein müssen. Sexueller Missbrauch im deutschen Sport. Das große Tabu. Viel Macht, wenig Moral. Wegsehen statt handeln. Und die Betroffenen werden häufig allein gelassen. Müssen sich selbst Hilfe suchen. Je mehr ich mich beim Thema Kinderschutz einbringe, desto stärker fühle ich, etwas Gutes zu tun. Es ist also etwas Positives aus einer negativen Situation für mich entstanden. Und es ist sehr befriedigend zu wissen, dass du den Unterschied ausmachen kannst. Wenn Missbrauch zutage tritt, dann bebt die Erde. Die Strukturen, die es vorher gab in einem Verein, die geraten ins Wanken und das will keiner. Und dieses Missverhältnis, dass die sportlichen Erfolge wichtiger sind als die Aufdeckung und die Bearbeitung des Missbrauchs und das sich kümmern um die Geschädigten, das muss sich grundsätzlich im deutschen Sport ganz grundsätzlich einmal ändern. Im Gerichtssaal, das war irgendwie ein super Effekt für mich zu sehen, okay, ich kann was bewirken. Und das würde ich auch sozusagen Betroffenen sagen, dass sie was bewirken können, dass sie eben nicht machtlos sind.